CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich wollte ich noch mal ganz kurz und knapp die vier Eckpunkte dieses Rentenpakets referieren, um vor allem den Kolleginnen und Kollegen von den Grünen die Zustimmung noch etwas zu erleichtern. Jetzt hat aber der Kollege Kurz sich als Orakel von Delphi versucht und sich in die Situation der Historiker in 20 Jahren versetzt, um nachzuspüren, wie dann dieses Rentenpaket historisch eingeordnet wird. Und da, lieber Herr Kurz, sehen Sie es mir nach, bin ich als Historiker herausgefordert. Und ich will Ihnen mal sagen, wie ich persönlich glaube, wie dieses Rentenpaket eingeordnet wird. Sie sprachen von der letzten Kanzlerschaft Angela Merkels. Ich sage Ihnen, ich will Ihnen mal schildern, wie die Bewertung zur dritten Kanzlerschaft Angela Merkels aussieht an dieser Stelle. Als die Union Regierungsverantwortung in diesem Land übernahm mit Angela Merkel in der ersten Kanzlerschaft, waren 5 Millionen Menschen in diesem Land arbeitslos. Und am Ende dieser ersten großen Koalition stand die Bewältigung einer Finanz- und Wirtschaftskrise, die einmalig war in der Geschichte dieser Republik. Und in der zweiten Kanzlerschaft von Angela Merkel stand Europa vor einer Herausforderung. Und alle Prognosen und klugen Institute, auch die, die Sie zitiert haben, haben gesagt, das geht schief. Dieses Europa steht am Rande des Zusammenbruchs. Und das Gegenteil ist eingetreten, dank einer klugen Politik. Und am Ende der zweiten Kanzlerschaft von Angela Merkel war es so, dass es dem Land gut ging. Niedrige Arbeitslosigkeit, hohes Wirtschaftswachstum, eine gut und prall gefüllte Rentenkasse im Vergleich zu der Zeit, wo Sie Verantwortung hatten. Und zum Beginn der dritten Kanzlerschaft von Angela Merkel haben sich Sozialdemokraten und Christdemokraten darauf verständigt, dass auch die, die einen maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg haben, nämlich die ältere Generation, von diesem Erfolg und von dieser guten Situation in unserem Land partizipieren wollen, weil es uns gemeinsam in dieser großen Koalition darum geht, nicht nur über Zahlen und Tabellen zu reden, sondern sich der Frage anzunehmen, was tun wir eigentlich, um den Zusammenhalt in diesem Land zu stärken? Und deswegen ist es gut und richtig, bei allem Erfolg für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei steigenden Löhnen, einer niedrigen Jugendarbeitslosigkeit, sich auch zu fragen, was tun wir für die ältere Generation? Und die Antwort liefern wir gemeinsam mit diesem Paket. Und deswegen, glaube ich, wird die Bewertung sehr viel positiver sein, als Sie sie vorgenommen haben. Ich weiß aus vielen Briefen und Gesprächen, dass vor allem die Mütterrente die Frauen umtreibt. Eine Frau hat mir geschrieben, als Mutter von 4 Kindern ist mir das Thema schon seit langer Zeit sehr wichtig. Es ist ja nicht so, dass wir älteren Müttern in all den Jahren unserer Kinderpause die Hände in den Schoß gelegt haben. Und da merkt man eins, natürlich geht es um den Rentenpunkt und um die damit verbundene Erhöhung der Rente. Aber es geht um einen zweiten Punkt. Es geht um die damit verbundene Anerkennung und Wertschätzung, mindestens in gleichem Maße. Auch deswegen ist die Mütterrente so wichtig. Und deswegen sage ich Dank an alle die, die auch in unserer Partei und Fraktion mit viel Herzblut dafür gekämpft haben. Das DIW hat in seiner Bewertung der Mütterrente übrigens gesagt, dass vor allem die niedrigen und mittleren Renten besonders davon profitieren. Auch das ein kleiner Hinweis an Ihre Adresse. Sie haben eben in dieser Richtung gefragt. Fakt ist, am Ende profitieren über 9 Millionen Mütter von der Mütterrente. Das ist eine ganz wichtige sozialpolitische Entscheidung dieser großen Koalition. Es gibt übrigens auch noch, die werden immer unterschlagen, für die muss man auch mal eine Lanze brechen, 200.000 Väter, die ebenfalls von der sogenannten Mütterrente profitieren. Sie werden dieselben Zuschriften bekommen wie wir. Diese Menschen, über 9 Millionen, freuen sich über diese Entscheidung unserer Politik. Und deswegen ist das ein guter Tag, nicht nur für diese große Koalition und die betroffenen Mütter und Väter, sondern es ist ein guter Tag für unser ganzes Land, weil es zeigt, wir setzen uns ernsthaft mit der Frage auseinander, was tun wir für den Zusammenhalt der Generation, Herr Kollege Tauber, und für die Gerechtigkeit in diesem Land. Herzlichen Dank. Ja, wollen Sie was sagen?